Wind und Regen drangen herein. Es war nötig, die Elemente zu überlisten und einen Kompromiss zu schließen. Antoine saß auf seinem Bett. Er sah das Leben mit jener Klarheit des anbrechenden Tages, die Kinder manchmal nach überstandener Krankheit haben. Als der Tisch gedeckt und die Suppe aufgetragen war, sah die Mutter lächelnd auf die dürftigen Wände. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Es ist sehr hübsch. Weißt du, ich wusste erst nicht recht. Es gab da noch eine rosa Tapete, so rosa mit weiß. Aber das wird so leicht schmutzig. Ich hätte dir vorher ja gern die Muster gezeigt, damit du selbst hättest mit aussuchen können, aber dann habe ich gedacht, es wäre schade wegen der Überraschung. Was hast du denn, Antoine? Du weinst ja. Oh, nichts. Nein, es ist gar nichts. Tut dir noch etwas weh? Och, nein, nein. Bist du traurig? Hast du Sehnsucht nach deinen Kameraden? Och, nein, nein.